In anderen Ländern begleitet eine kritische Öffentlichkeit das Handeln der Regierung. Bei uns begleiten unkritische Medien eine grüne Kanzlerin, die pro forma eine CDU-Regierung anführt. ARD, ZDF und die anderen grün-linken Mainstream-Medien hofieren diese Bundesregierung, es sei denn, die Grünen fangen an zu meckern. Die kleinste Oppositionsfraktion bestimmt über die Medien das Meinungsklima in diesem Land. Ich zitiere: Ich möchte ein Bild gebrauchen, und dieses kleine Glas bietet mir die Gelegenheit, es vor Augen zu führen. Sie kennen alle die Situation, man ist auf einer Party, man ist in einer Gesellschaft, und während man gerade trinkt oder irgendein Gefäß in der Hand hat, wird man angerempelt, unabsichtlich, und dann schwappt das da so rüber. Es ist jetzt öfter schon geputzt worden, aber... Und dann kommt natürlich kurz die Frage, wer ist da schuld dran, wen ich da gerade bekleckert habe? Das ist natürlich der Rempler. Aber eigentlich ist die Frage, und das war das Bild, was ist denn verschüttet worden? Was ist die Auswirkung? Was war vorher in unserem Glas drin? Und die Corona-Krise bringt das uns allen vor Augen. Auch sichtbar durch die Rede, die wir gerade gehört haben. Und ich sage Ihnen noch etwas. Ich sage Ihnen noch etwas. Übrigens, lange vor der WHO und der Bundesrepublik, das wird Sie jetzt ärgern, schon 1970 hat die DDR ein Pandemiekonzept erforschen lassen. Ja. Da gab es ein Institut für Virologie in Berlin-Schöneweide. Und das ist natürlich 1990 geschlossen worden. Und natürlich sind die Virologen entlassen worden. Und natürlich hat sich niemand für das Konzept interessiert. Manchmal ist die Arroganz der Bundesregierung bei der Einheit eben auch ein Fehler gewesen. Es wird höchste Zeit, es mal zuzugeben. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Hilse, AfD? Nein, von der AfD nicht. Die hat schon genug Publikum. Garantiert nicht. Vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie die Kurzintervention zulassen. Also Sie können in Zukunft durchaus eine Zwischenfrage zulassen. Wir beißen nicht. Ich wollte Sie eigentlich nur darauf hinweisen, ich war über 30 Jahre Polizist, ich habe tausende Unfälle aufgenommen. Für gewöhnlich wird der Paragraph 3 Absatz 1, also unangemessene Geschwindigkeit, so gut wie immer als Unfallursache angegeben. Also dann unterhalten Sie sich bitte mit Polizisten, die Verkehrsunfälle für gewöhnlich aufnehmen. Das wird wie so gut wie immer quasi mit reingeschrieben. Also diese Zahl, die Sie hier angeben, ist nicht relevant dafür, was Sie hier angeben. Frau Kollegin Bach, mögen Sie antworten? Ich möchte gerne antworten. Es tut mir leid, aber da haben Sie mir nicht zugehört, denn exakt das habe ich ausgeführt, weshalb die Zahl in dem Zusammenhang schon relevant ist. Und im Übrigen weise ich gerne darauf hin, ich habe mich mit einer Kollegin unterhalten, die vorher Verkehrspolizistin war. Da sind Sie vielleicht nicht ausreichend informiert. Danke. Es geht nicht um mehr Sicherheit, sondern es geht um den immerwährenden, nie enden wollenden Kampf gegen das Automobil. Es geht darum, dass der deutsche Autofahrer, wenn er trotzdem die Frechheit besitzt, sich an Steuer seines Fahrzeugs zu setzen, er immer die kleine Stimme im Hintergrund hören soll. Und letzten Endes ist es die Stimme der kleinen verrückten Greta, die ihm ins Ohr säuselt: How dare you? Wie kannst du es wagen? Offenkundig ist nicht nur deine Oma, offenkundig bist auch du eine Umweltsau. Und das werden wir dir niemals durchgehen lassen. Warte es ab, wir kriegen dich. Wir kriegen dich vielleicht schon heute Abend auf dem Weg nach Hause, auf der Landstraße, auf der gefühlte 20 Mal hintereinander die Geschwindigkeit zwischen 70 und 100 wechselt. Diese ganze Gang zur Grundrente erinnert mich ein wenig an die Eroberung des Südpols. Da brauchte es ja auch mehrere langjährige Anläufe. Und um im Bild zu bleiben, so weit südlich wie die Expedition Heil ist ja keine der Vorgängerexpeditionen gekommen, weder Andrea Nahles noch Ursula von der Leyen. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob es auch bis zum Ziel klappt. Vor Ihnen liegt ja noch das Sturmtief Ralf, das Sie umfahren müssen. Werden wir mal sehen. Aber immerhin.
Ja, es tut mir leid, sagen zu müssen, mit der SPD an der Regierung wird die sozialpolitische Temperatur kälter in diesem Land. Immer mehr entfernen Sie sich von der Lebenswirklichkeit der Menschen. Und das zeigt auch, wie hartnäckig Sie eine Unterstützung der Menschen in der Grundsicherung im Alter verweigern, jetzt in der Corona-Pandemie. Nach dieser ersten Lesung haben Sie noch die Chance, umzudrehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, lieber Herr Gröhe, ich spreche Sie ganz bewusst an. Kommen Sie an den Tisch mit der FDP. Unser Modell der Basisrente ist der richtige Weg. Überzeugen Sie den Minister von seinem falschen Weg. Dann hätten wir tatsächlich gegen Altersarmut in diesem Land etwas erreicht. Das wäre der richtige Weg. Und ich sehe, dass Sie eigentlich auch wissen, dass wir Recht haben. Vielen Dank. Sie reden hier alle von Schutz, von Respekt und von Würdigung. Aber Ihr Verhalten ist absolut respektlos. Kaum ein Abgeordneter der Parteien, die den Menschen Mundschutz verordnen, trägt selbst einen. Und den Mindestabstand hält auch kaum einer ein. Gestern haben Sie es auf die Spitze getrieben. Zur ersten namentlichen Abstimmung haben hunderte Abgeordnete Gruppenkuscheln in der Abgeordnetenlobby gespielt. Einen Mindestabstand hat da niemand eingehalten. Und von den ca. 300 Abgeordneten, die sich auf engem Raum drängten, trugen vielleicht 10 einen Mundschutz. Es gibt für dieses Verhalten nur zwei mögliche Antworten. Entweder haben Sie überhaupt keinen Respekt vor den Pflegekräften, die am Ende die Mehrbelastung haben, wenn Sie erkranken, oder Sie verhöhnen die ganze Bevölkerung mit den Corona-Maßnahmen, da Sie ja augenscheinlich der Auffassung sind, dass Corona völlig harmlos ist, wenn Sie sich zu Hunderten auf engem Raum ohne Abstand und ohne Mundschutz unterhalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der allgemeinen Unruhe, die eingetreten ist, noch einmal, hier darf jeder Redner das sagen, was er für richtig hält, solange es keine Straftat beinhaltet. Ich möchte auf Folgendes hinweisen. Dazu bin ich als Präsident verpflichtet. Zunächst, Herr Kollege, die einzige Fraktion, bei der bekannt ist, dass sie Abstände nicht einhält und keinen Mundschutz trägt, ist die AfD-Fraktion, die ihrerseits erklärt, die Krise sei zu Ende. Ich weise nachdrücklich darauf hin, dass jedenfalls in den Liegenschaften des Deutschen Bundestages, soweit die Verwaltung beschäftigt ist damit, die Abstandsregeln eingehalten werden, die Hygienevorschriften eingehalten werden. Insofern weise ich Ihre Behauptung zurück, dass in der Kantine beispielsweise die Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Wir sorgen dafür, dass die Mitarbeiter den notwendigen Schutz erhalten. Und was die Rudelbildung angeht, Sie sehen das hier im Plenarsaal, was die Rudelbildung angeht, ist jedenfalls hier durch verschiedene sitzungsleitende Präsidenten aufgefallen, bei mir persönlich auch, dass Ihre Fraktion eher zur Rudelbildung neigt als andere. Insofern weise ich zurück, dass die Abgeordneten ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Ich kann Ihnen ein Video zeigen, was von wahrscheinlich einigen Ihrer Fraktion oder Ihrer Partei ins Netz gestellt worden ist. Da können Sie sehen, dass bei der Abstimmung in der Westlobby die Abgeordneten der AfD-Fraktion besonders aufgefallen sind, dass sie keinen Abstand eingehalten haben. Und ich bin gerne bereit, Ihnen das zu dokumentieren. Zu Beginn möchte ich einfach sagen, ich finde es wirklich unerträglich, wie der Kollege von der AfD Sichert aus Bayern, der abgewählt wurde, und heute hat man verstanden auch warum, hier vorne gesprochen hat zum Thema der Pflege, hat von Verantwortung, von Vorbild gesprochen und hat die Pflege so gut wie überhaupt nicht erwähnt. Das ist nicht verantwortungsvoll und das ist auch nicht vorbildhaft. Und was mich grundsätzlich einfach nur wahnsinnig aufregt: Im Gesundheitsausschuss haben die Kollegen, Ihre Kollegen von der AfD, zu Beginn die Maßnahmen gelobt von unserem Gesundheitsminister Spahn. Ja, und dann hat es halt nicht gepasst, der Parteispitze. Man hat dann die Position verändert. Aber Sie haben auch Kollegen bei sich in der AfD, wie den Kollegen Professor Gerke, der sich in Grund und Boden geschämt hat, gerade eben bei Ihrer Rede, weil er nämlich als Mediziner weiß, dass es nicht der Pflege gerecht wurde. Und für mich geht es gerade heute hier darum, dass ich zu Ihnen sage, lieber Professor Gerke, ich spüre das ja, Sie haben ein gutes Herz, wirklich. Gehen Sie raus aus der AfD, ja, gehen Sie raus. Sie haben da nichts verloren, ja, ja, es ist so. Es ist mir ein großes Anliegen, es ist keine Unverschämtheit. Er ist Humanmediziner und es entscheiden die Personen selbst, wer in der AfD ist. Und es gibt die Möglichkeit, auch rauszugehen aus der AfD. Es gibt diese Möglichkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich sehe aber, dass das tatsächlich blinkt, Präsident. Und das heißt dann tatsächlich, so nett ich bin,
Sie müssen jetzt wirklich zum Schluss kommen. Ich wollte Ihnen jetzt nicht das Wort entziehen, aber die Minute, die Sie jetzt drüber waren, Frau Kollegin, die haben Sie ja mit der Herzfrage in der AfD-Fraktion verbracht. Aber, meine Damen und Herren, ich will untermauern, dass wir diese neuen 7% dauerhaft brauchen. Hier gibt es ein schönes Beispiel, das die Absurdität des deutschen Steuerrechts hier zeigt. Ich möchte den Kabarettisten Django Asyl paraphrasieren, der den Begriff des Offshore-Schnitzels geprägt hat. Meine Damen und Herren, spitzen Sie die Ohren, Absurdität im deutschen Steuerrecht. Aktuell wird der Verzehr eines Schnitzels in der Gaststätte mit 19% versteuert. Bestelle ich das Schnitzel zum Mitnehmen und esse es außerhalb der Gaststätte mit 7. Bestelle ich das Schnitzel im Restaurant und esse im Außenbereich, dann werden wieder 19% fällig. Ja, und bestelle ich nun ein Schnitzel, was mein Hund essen soll, dann bin ich mit 7% dabei. Gönne ich es Ihnen nun aber nicht, weil ich sage, das sieht verdammt lecker aus, wären eigentlich wieder 19% fällig. Ich wäre also ein Steuerhinterzieher und mein Hund wahrscheinlich der Beihilfe schuldig. Meine Damen und Herren, das sogenannte Offshore-Schnitzel ist geboren. Das Gesetz, was wir heute beraten, heißt Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen. Da kommen auch Schnitzel drin vor, aber nicht ausschließlich. Und Herr Gottschalk, bitte füttern Sie Ihren Hund nicht mit Schnitzeln. Das darf der gar nicht fressen. Vielen Dank, Herr Kollege Lehrieder. Es scheint ja, jedenfalls was den bayerischen Anteil der CDU-CSU-Fraktion angeht, doch rau und herzlich zuzugehen. Also insofern, bei uns geht es nur rau zu, um das mal zu sagen. Kollegin Hiller-Um, gestatten Sie eine Frage nee, oder Bemerkung? Ich meinen Song nicht mehr. Also nächstes Mal. Tut mir leid. Ich habe die Uhr angehalten, einen kleinen Moment. Das gibt mir die Gelegenheit zu dem geschäftsleitenden Hinweis. Sie sind natürlich frei, Ihre Rechte hier alle auszuüben. Wir sind im Moment bei ca. 18.30 Uhr. Ja? So, bloß damit alle Bescheid wissen. Und wenn es dann dazu kommt, dass die Ehe geschieden wird, dann beginnt für viele das böse Erwachen. Und in der Tat ist es so, dass gerade der Versorgungsausgleich vielen Eheleuten fast nahezu unbekannt ist. Dabei ist es ein außerordentlich wichtiges Instrument, ein Instrument, das einen sozialen Ausgleich im Alter herstellt. Übrigens ein Instrument aus dem Jahr 1976 unter dem Kanzler Helmut Schmidt in der sozialliberalen Koalition entstanden. Da kann man noch mal klatschen. Ja, also. Durch vermeintliche Schutzmaßnahmen, hören Sie gut zu, Herr Kollege, entstehen im Moment jeden Tag weitere schwere Schäden, materielle und gesundheitliche, bis hin zu einer großen Zahl von vermeidbaren Todesfällen. Wollen Sie immer noch widersprechen? Diese Todesfälle werden durch das Agieren des Krisenmanagements, also durch den Bundesinnenminister, ausgelöst und sind von diesem zu verantworten. Eine größere Bankrotterklärung hat es aus dem Hause eines deutschen Ministeriums in dieser Republik noch nicht gegeben, meine Damen und Herren. Ja, Herr Hampel, im Grunde genommen ist es doch so, wie wenn man einem Ochs ins Horn fetzt. Es nützt einfach nichts. Schauen Sie sich doch mal die Bilanz in Deutschland an, schauen Sie sich mal die Bilanz in anderen Ländern an. Da muss man sagen, wir sind besser durch diese Krise bislang gekommen als andere. Und 80% der Menschen in Deutschland sehen das genauso. Da müssten Sie doch eigentlich mal drüber nachdenken, woran das liegen könnte. Jedenfalls nicht an dem, was Sie insinuieren, sondern bei allem Respekt vor Ihrer beruflichen Leistung, es wird halt eben doch deutlich, dass Sie ganz offensichtlich nie eine Behörde geführt haben, nie ein Unternehmen geführt haben. Denn wo kämen wir hin, wenn jeder dort einfach das machen möchte, worauf er gerade Lust hat, anstatt das, wofür er bezahlt wird? Das geht doch nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Des Weiteren spricht der besagte Herr von einem Fehlalarm. Also, meine Damen und Herren, schauen wir doch mal, ich bin Gesundheitspolitikerin, in unsere Nachbarländer. Wenn wir uns die Zustände in Spanien und Italien vor Augen halten, finde ich, ist es geradezu beschämend, hier von einem Fehlalarm zu reden. Es ist doch unglaublich. Fehlalarm heißt, da war nichts. Das ist doch völlig absurd. Das sagt doch schon alles, was der Mensch für ein Geisteskind ist. Kurzum, für mich ist es kein Whistleblower, das ist einfach ein durchgeknallter Typ, meine Damen und Herren.
der die Öffentlichkeit sucht und der, wenn er das nächste Mal, muss ich leider den Kolleginnen und Kollegen der SPD sagen, wenn er wieder versucht, für den SPD-Vorsitz zu kandidieren, wahrscheinlich eine größere Öffentlichkeit haben will. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund dieser ganzen Aktion. Ja, jetzt kommt noch ein kleiner Hinweis, eine kleine Spitze, denn Sie tun mir im Moment ein bisschen leid. Auf der einen Seite der Herr Kohn, der von Fehlalarm spricht, und auf der anderen Seite der gute Karl Lauterbach, der von Talkshow zu Talkshow tingelt und mit seiner Aussage, man könnte ja möglicherweise mit 50.000 Toten rechnen, die Menschen leider auch zu sehr erschreckt. Also weder die eine Seite noch die andere Seite ist gut. Für mich ist beides Unsinn. Das muss ich hier mal ganz klar sagen. Der AfD gefällt das, ganz offenbar. Sie hat selbst keinerlei Strategie und keine Perspektive zum Schutz der Menschen, die am meisten unter der Krise leiden. Es interessiert sie offenbar auch nicht. Stattdessen wird der Aluhut aufgesetzt und wahlweise behauptet, die globale Pandemie sei nur eine Grippe oder ein finsterer Plan verschwörerischer Mächte. Statt sich Gedanken um die Menschen zu machen, die in dieser Krise am verwundbarsten sind, sei es gesundheitlich oder sozial, erklärt die AfD sich und gefährliche, irrationale Corona-Leugner zum Opfer der Meinungsfreiheit. Aber das sind sie genauso wenig wie unser Papierschreiber, ein Held der Aufklärung ist. Die AfD hat als einzige Fraktion diese Corona-Problematik versucht, mit Augenmaß anzugehen. Ja, sehen Sie, ich bin genau richtig. Jetzt kommt, nun kommt aus dem Hause des BMI eine Analyse, ein Bericht, der quasi ein Paukenschlag der Sichtweise auf das Problem bedeutet. Und die Unstimmigkeit, verehrter Kollege Frey, wie diese Analyse zusammengekommen ist, das ist nicht mein Thema. Das ist eine ganz andere Sache. Ist nicht entscheidend. Entscheidend, ja, weil das ein anderer Bereich ist, das verstehen Sie nicht. Entscheidend ist, dass hier neun Wissenschaftler, prominente, anerkannte Wissenschaftler diese Analyse teilen, unterstützen und kommentieren diese Bedeutung. Das haben Sie nicht begriffen. Meine Damen und Herren, alle haben Sie nicht begriffen. Alle hier im Haus vertretenen Parteien außer der AfD scheinen Panik, Schikanen, Furcht und Abschüttung förmlich zu genießen. Was anderes haben Sie doch nicht im Kopf. So, jetzt kommen wir zum Hauptsatz. Vielleicht schon. Nein, da kommen wir jetzt nicht mehr hin. Ja, jetzt wird's also ich habe Sie jetzt zweimal aufgefordert, zum Schluss zu kommen. Letzter Satz. Bei der dritten Aufforderung schalte ich aus. Ich habe den noch gar nicht gehört. Also habe ich den Satz noch nicht? Gut, also. Setzen Sie den Punkt. Gut. Die gebe ich Ihnen schriftlich. Habe ich hier. Gut, habe ich den Satz noch sagen? Also, besonders problematisch aus Sicht ist es, dass bei den offiziellen Unterzeichnern kommentiert wird, meine Damen und Herren, dass sie von einer offiziellen Anfrage aus dem BMD ausgegangen sind. Die haben gedacht, die Anfrage kommt aus dem Ministerium, haben die gedacht. Und weil das auf einmal festgestellt wurde, dass es nicht daher kam, haben einige sogar ängstlich zurückgezogen, ein Ergebnis ihrer Politik der Unterdrückung und der Antidemokratie in diesem Haus. Danke. Ich wage es und fasse das Pult an. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Vorredner war einmal, wenn ich recht informiert bin, auch aktiv in einer Wählerinitiative unter dem Slogan Sachsenmut stoppt Moslemflut. Das war eben von Ihnen ein Beitrag aus der Reihe Spangenberg ist Logikzwerg. Herzlichen Glückwunsch. Aber Sie haben allen Ernstes gesagt, Herr Hampel, Sie haben das auch nicht zitiert, Sie haben sich das zu eigen gemacht, Sie haben es wiederholt und es ist wirklich Teil Ihrer Aussagen, Corona wäre Fake News, Corona sei ein Fehlalarm. Und Sie haben dann noch eins draufgesetzt und haben gesagt, der Bundesinnenminister gefährdet Menschenleben. Also ganz ehrlich, drunter ging es wohl nicht, oder? Also ich weiß nicht. Es ist mir klar, dass Sie, es ist mir völlig klar, es ist mir völlig klar, dass Sie in Not geraten sind, weil Sie in der aktuellen Debatte nicht mehr vorkommen und Sie krampfhaft nach Standpunkten suchen, die Sie in Ihren YouTube und im Netz und so weiter noch irgendwie an den Mann bringen können. Dass Sie sich gerade wieder die allerdümmsten Argumente und Meinungen ausgesucht haben, war eigentlich zu erwarten. Und es ist auch nicht überraschend, aber es ist für die Debatte trotzdem wieder einmal verheerend. Herr Kollege Thome, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.